Das ist schon eine sehr kritische Situation. Man muss ja auch als Hintergrund sehen, dass wir bereits im Frühling und im Sommer eine mehrmonatige Schließung der Schulen und Kitas haben und dass da viele Kinder schon sehr viel Stoff verpasst haben, dass gerade auch die Kinder aus bildungsferneren Umfeld, dass die es auch da schon besonders schwer hatten. Und jetzt kommen eben da noch weitere Schulschließungen hinzu. Und das Ganze addiert sich natürlich in der Bildungsbiografie eines Kindes. Wir sprechen jetzt, seitdem es Corona gibt, eigentlich schon oder zumindest seit dem ersten Lockdown über Schulen und darüber, ob sie offen bleiben sollen, ob sie geschlossen werden und vor allem darüber, wie die Digitalisierung an den Schulen läuft. Und man muss ehrlich sagen, in den letzten Monaten, es ist fast jetzt ein Jahr, in dem wir hier mit Corona in Deutschland kämpfen, hat sich gefühlt kaum etwas getan. Auch dieses Mal wieder viele Schüler, die berichten, dass ihre Schulen technisch noch immer nicht so weit sind, um den Unterricht nach Hause zu bringen. Wo liegt da das Versagen? Sind es die Schulen selber? Sind es die Landesregierungen? Ist es unsere Bundesregierung? Wer hat nicht genug gemacht, dass die Digitalisierung in unseren Schulen jetzt endlich auf dem Stand ist, um eben dieses Homeschooling zu unterstützen? Also ich habe schon das Gefühl, dass in Sachen Digitalisierung einiges passiert ist. Trotzdem höre ich natürlich von überall, dass es ruckelt, dass Server überlastet sind, dass es nicht so funktioniert, wie es angekündigt war. Dennoch muss man natürlich auch sehen, gerade kleinere Kinder, ich selbst habe drei kleinere Kinder, zwei davon besuchen die Grundschule, da hilft uns Digitalisierung auch nicht viel. Die kleinen Kinder, die brauchen ihre Lehrerin und die brauchen die Mitschüler. Schule ist ein Ort, wo die Persönlichkeit auch umfassend geprägt wird, wo sich die Kinder weiterentwickeln. Und wenn man ihnen all das nimmt, dann ist das schon ein riesiger Schaden, den man da anrichtet. Ein Schaden auch übrigens, den man im Gegensatz zum Beispiel von Schließungen von Geschäften, von Restaurants, die auch sehr heftig sind, aber trotzdem, der Schaden, der bei Kindern angerichtet wird, ist ein Schaden, den man finanziell nicht kompensieren kann. Und deswegen ist für mich schon die ganz eindeutige Forderung, die Schulen, insbesondere die Grundschulen, die müssen diesmal Priorität haben. Frau Schröder, Sie kennen die Politik nicht in einer Corona-Krise, aber Sie waren Ministerin. Sie wissen, wie es da hinter verschlossenen Türen zugeht, wie um Entscheidungen gerungen wird. Wir haben vor ein paar Wochen einmal eine Geschichte gehabt zu der Frage, wie viel schulpflichtige Kinder eigentlich die jeweiligen Ministerpräsidenten und Minister haben, die da entscheiden. Da waren nicht viele dabei. Spielt das eine Rolle, dass sich da einige Politiker vielleicht auch gar nicht mehr in die Lage versetzen können, wie es mit schulpflichtigen Kindern ist und dass dann einfach gesagt wird, ja, das ist ein Infektionsrisiko und deswegen muss es dicht bleiben. Also was mit Sicherheit eine Rolle spielt, ist, wie sehr man mit Kindern zu tun hat, zu Kindern eine enge Verbindung hat. Dafür muss man ja nicht notwendige eigene Kinder haben. Viele gibt es ja auch, die vielleicht über ihr familiäres Umfeld einen engen Kontakt zu Kindern haben. Aber das ist dann ist natürlich diese Verbindung sagt einem schon wesentliche Dinge. Die sagt einem zum Beispiel das Homeschooling, das sogenannte, und Arbeiten, dass das nicht möglich ist. Zumindest nicht mit Kindern, ich sage jetzt mal, unter 8 Jahren. Die können Sie mal, wenn Sie Glück haben, 20 Minuten vorm iPad parken und Ihnen Peppa Wutz anmachen. Aber dann war es das auch schon wieder. Es funktioniert nicht, zu arbeiten, die Kinder zu betreuen und sich auch noch zu Hause um die Bildung der Kinder zu kümmern. Da geht alles Mögliche den Bach runter und das ist einfach der Schaden, den wir sehen müssen, wenn wir jetzt wieder sagen, Schulschließungen müssen sein. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.